Und herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Train Controller Tutorial Folge zur Version 10 und den Betriebsstellen. Heute schauen wir uns die Langsamfahrstelle bei den Betriebsstellen genauer an. Dazu viel Vergnügen. Die nächste Betriebsstelle, also die Langsamfahrstelle, ist über Betriebsstelle und neue Langsamfahrstelle auszuwählen und kann dann dementsprechend eingerichtet werden. Natürlich nur im Editiermodus. Und wenn man nicht im Editiermodus ist, wird man freundlichst darauf hingewiesen. Wie bei den anderen Betriebsstellen auch, wählen wir wieder unsere Stelle, unseren Block, an dem die Betriebsstelle wirken soll, hier aus. Wir sehen, dass das obere und das untere Signal in dem Block, also das Blocksignal, äh, blau verfärbt sind. Insofern wirkt die Betriebsstelle in beiden Richtungen nach oben oder nach unten. Dies kann man hier über das Auswählen der zwei Pfeile dann nochmals verändern. Wir lassen aber mal diese Auswirkung so stehen. Was bewirkt nun eigentlich die Betriebsstelle? Nun, zum einen natürlich kann an dieser in diesem Bereich, an diesem Block, ähm, kann die Geschwindigkeit des Zuges verlangsamt werden oder es kann dazu genutzt werden, um ein gelbes Signal zu zeigen. Profis aus der Version 9 werden sicherlich sagen, Moment, das aber ging doch schon auch vorher, indem ich zum Beispiel im Block hier einfach die Geschwindigkeit Maximum oder Langsam eingetragen habe oder indem ich hier einfach gesagt habe gelb anfordern, dann sind die Signale, wenn hier ein Zug durchgefahren ist, immer auf gelb gegangen und immer die Langsamfahrt mit 40 kmh oder was eben eingestellt wurde, wurde eben ausgelöst und gezogen. Ja, und ähm, das Wörtchen immer, das ich schon in dem Satz verwendet habe. Da ist genau das Thema, denn wir haben ja schon gelernt, mit den Betriebsstellen habe ich eben die Möglichkeit noch Einschränkungen zu machen oder eben auch ähm, noch viele Bedingungen etc. setzen zu können. Jetzt gehen wir aber mal in den Editiermodus für die Langsamfahrstelle hinein und äh, wählen dort die Eigenschaften erst einmal aus. Den Namen lassen wir erst einmal äh, frei. Ähm, wir können auch hier jetzt sagen, es soll gelb angefordert werden. Wir können auch dann die Geschwindigkeit einstellen, wie wir wollen. Es wird einfach hauptsächlich äh, gelb angefordert, wenn es uns nur darum geht, ein Signal äh, unter gewissen Bedingungen auf gelb zu setzen. Wobei das natürlich mit den Signalen noch eleganter anders geht. Aber ansonsten wäre es auch hier eine Möglichkeit. Ich kann auf jeden Fall hier auch die Geschwindigkeit reduzieren und kann zum Beispiel sagen, okay, wir gehen jetzt mal auf 40 kmh und es soll in diesem Block in beiden Fahrtrichtungen momentan gelb angefordert werden. Bei den Regeln findet sich genau eine Regel, die ich anhaken kann, nämlich wann wird die Geschwindigkeitsbeschränkung eigentlich wieder aufgehoben und zwar bei der Einfahrt in den Nächsten Block kann ich hier auswählen. Bei der Geschwindigkeitsbeschränkung, wie ich sie vorher gezeigt habe aus der Version 9, indem wir es direkt in den Block eintragen, wird nämlich die Geschwindigkeitsbeschränkung standardmäßig erst aufgelöst und das passiert auch hier, wenn ich den Haken nicht setze, wenn der Zug den Block mit der Geschwindigkeitsbegrenzung komplett verlassen hat. Erst dann beschleunigt der Zug. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, ein langer langer Güterzug fährt durch diesen Block, erreicht den nächsten Block, wo die Geschwindigkeitsbegrenzung eigentlich wieder aufgehoben ist und er braucht doch relativ lange, bis der letzte Waggon aus dem Block davor raus ist mit der Beschränkung, äh, bevor er dann wieder beschleunigen kann. Indem ich hier diesen Haken setze, ist es quasi so, der Zug fährt langsam durch den Block mit der Geschwindigkeitsbegrenzung erreicht den nächsten Block, der völlig offen ist. Und ab dem Moment äh, beschleunigt er dann wieder auf die zulässige Geschwindigkeit, egal ob der Block hinter ihm noch belegt ist oder nicht. Das also sagt dieses Häkchen hier aus. Das ist Geschmackssache, wie man es haben möchte. Vielleicht sagt man ja auch, nee, der Geschwindigkeitsbeschränkungsbereich, dort ist eine Baustelle. Da dürfen auch die Vorbeifahrenden. Anhänger zum Beispiel nicht schneller fahren, dann wäre es natürlich sinnig, hier diesen Haken wegzulassen. Ich kann diese Geschwindigkeitsbeschränkung oder Langsamfahrstelle auch auf nur gewisse Züge, Zuggruppen oder Zugbeschreibungen geltend machen. Das heißt also, ein Güterzug könnte hier mit 80 km/h wegen mir durchbrausen, während ein IC, der damit 220 durchbrausen wollen würde, dann auf die 40 km/h heruntergeregelt wird. Ich kann auch diese Langsamfahrstelle auch durch Zugfahrten beschränken, dass ich sage nur bei Spontanfahrten oder nur bei Autotrain per Track and Drop oder bei einer bestimmten Zugfahrt. Ähm, gilt diese Langsamfahrstelle. Ich kann auch Bedingungen einbauen, dass ich äh, dann einfach zum Beispiel ähm, mir verschiedene Bedingungen auserkore, dass ich sage, nur wenn diese greifen, dann soll auch die Langsamfahrstelle zum Tragen kommen. Ein mögliches Szenario könnte zum Beispiel sein, äh, die Straßenbahn fährt an einem brennenden Gebäude vorbei mit Car-System. Äh, und wenn das Gebäude brennt, dann soll auch die Straßenbahn sehr, sehr langsam an diesem Brandherd vorbeifahren. Ansonsten, wenn es eben nicht brennt, dann darf die Straßenbahn äh, mit voller Geschwindigkeit dran vorbeifahren. Oder, äh, keine Ahnung, es ist eben eine Baustelle in der Nähe der Gleise und mal ist eben ein Baustell, Truppenzug da, äh, dann fahren die Züge in der langsam Fahrstelle langsam und beim anderen Mal können sie eben mit voller Geschwindigkeit durchbrettern. Das sind einfach so Szenarien, die mir jetzt so spontan kurz einfallen und mit dem K-System, äh, mit dem Feuer und der Straßenbahn, das ist gar nicht so äh, ausgeschlossen, Das wird sicherlich eine unserer ersten langsam Fahrstellen sein, die wir dafür einrichten. Beim Kommentar, wie immer sinnigen Kommentar kann man hier gerne eintragen. Und nun wollen wir die Langsamfahrstelle einmal speichern, wir haben keine Bedingungen oder irgendetwas damit verknüpft, gehen dann mal hier nochmal nach zum, zum Stillwerk und suchen uns einen neuen Lokführer, Stand aus, mit dem Güterzug, Okay, dann wählen wir den, starten die Simulation, schließen hier noch kurz den Weg zur Drehscheibe und sagen der Güterzug soll einmal hier in diese Richtung fahren, das heißt der Zug wird jetzt erstmal beschleunigen, um aus dem Bahnhof rauszukommen und fährt vorausschauend mit den 40 km/h, weil eben das Signal auf gelb steht. Die Bedingung ist ja voll erfüllt. Das nächste Signal ist rot, weil die Zugfahrt eben endet. Und kommt dann an und dann schicken wir ihn noch mal auf die Reise, weil vielleicht das Beispiel nicht so furchtbar gut gewählt war. Also noch mal eine komplette Runde drehen, das heißt, wir sehen jetzt der Zug Beschleunigt auf 120 km/h Maximalgeschwindigkeit, fährt von Block zu Block. Jetzt wird auch schon angezeigt, das nächste äh, Vorsignal und auch das Signal steht jetzt auf Gelb. Der nächste Block ist also eine Langsamfahrstelle und tatsächlich, also es funktioniert erwartungsgemäß gut. Der Zug kommt dann nach einer vermutlich etwas jetzt längeren langsamen fahrt am schattenbahnhof an und bremst dort voll runter bis er zum stehen kommt das also zum thema langsamfahrstelle vielen Dank für das interesse und auf wiedersehen bis zum nächsten Video